Wie und wann hat die kommunistische Bewegung in China Fuß gefasst? Wenn man von kommunistischen Bewegungen spricht, dann hat man ja immer etwas Merkwürdiges im Blick, was eigentlich auf Europa zutrifft. Kommunistische Intellektuelle, ein städtisches Milieu, textsichere Interpreten, Industriearbeiter, das alles fehlte ja in China. Gab nichts von all dem. Die Marx'schen Schriften waren nicht in Chinesisch übersetzt. Es gab eigentlich keinerlei Vorstellung darüber, was eigentlich der Marxismus sein konnte in China. Ich glaube, man kann es ganz gut erklären, wenn man es im Blick auf Russland im 19. Jahrhundert sieht, dass da erkannt wurde, dass die Bauern, also die Agrarbevölkerung, für ein nationales Mobilisierungsprojekt verwendet werden konnte. Im Grunde ist das kommunistische Experiment in China der Versuch, eine Art von Sozialismus einen national verpackten Sozialismus herbeizuführen, der sich auf die Bauern stützt. Und das haben sie Kommunismus genannt. Und wenn man genauer hinschaut und sich mal die Texte von Mao durchliest, dann erkennt man eigentlich sofort, es hat ganz wenig mit den marxistischen Klassikern zu tun. Es hat wenig mit der Geschichtsphilosophie des Marxismus zu tun, weil das im konfuzianischen und im buddhistischen Kontext überhaupt keinen Sinn ergab. Also die Sache vom Urzustand hin zu einer Erlösung, das ist doch ein sehr christlich geprägtes Modell, wie überhaupt der Marxismus eigentlich aus dem Christentum sich nur erklären kann, mit der Erbsünde und der Auflösung im Paradies am Ende. Das alles ist in dem Kontext nicht verständlich gewesen, hat auch keinen Sinn ergeben. Ich würde eher sagen, Kommunismus bedeutet in China eine Mobilisierungsdiktatur nach sowjetischem Vorbild. Man darf nicht vergessen, dass diese ganzen kommunistischen Bewegungen in der sogenannten Dritten Welt sich alle am sowjetischen Modell orientierten. Nicht an Marx'schen Schriften, sondern am sowjetischen Modell. Und das sowjetische Modell zeigte, dass man in einem Vielvölker- und Agrarstaat Millionen von Menschen mobilisieren kann für die Zwecke des Staates. Und dass aus einem rückständigen Agrarland eine Supermacht werden kann, der die Welt das Fürchten lehrt. Das konnte man sehen. Und das war populär. Vor allen Dingen hat es gezeigt, dass man sich mit den Kolonialreichen, Kolonialstaaten nicht mehr einlassen muss. Es gab ein neues Modell. Ein neues Modell der Emanzipation für die Dritte Welt. Und das ist eigentlich das, was fast alle Kommunisten in Indien, in Indonesien, in China und sonst wo miteinander verbunden hat, dass sie das im Blick hatten. Ja, also sozusagen eine millionenfache Bauernbevölkerung für die Zwecke eines nationalen Projekts zu mobilisieren. Und im Wissen, das geht. Das haben sie in der Sowjetunion schon einmal vorgemacht.